It's a me, the Linkario. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei meinem Let's Play zu Captain Toad Treasure Tracker. Jetzt geht's weiter mit der Untergang der Eisenfestung. Sieht nicht geil aus. Nö, aber wir machen trotzdem. 3 Level nur noch, dann haben wir Episode 3 schon abgeschlossen. Oder erwartet uns da noch etwas? Wir werden zusammen herausfinden. Aha. Oh. Oh mein Gott, nein, nicht dieses Level. Nein, das habe ich voll verdrängt. Ihr wisst, ihr seht auch gerade warum. Und ich habe es im letzten Part noch angesprochen, so, warum machen die das denn nicht so? Dass die Lava doch steigt. Ja, jetzt habe ich den Salat. Ach du heilige Bimbam. Ach du heilige. Okay, gut, das wird wahrscheinlich 2, 3 Durchgänge hier brauchen. Komm mal, einen Abgang. Wir versuchen erstmal hier uns auf die Pilze zu, auf die Steine zu konzentrieren. Okay, dann fahren wir mal hier runter. Ein paar Münzen. Ich weiß nicht, wie viele man braucht, ist das Problem. Ich habe gerade ja schon einige vergessen oder gar nicht erst eingesammelt. Wow, komm hier, nimm die Beine in der Hand, Toadette. Was haben wir hier, was haben wir hier? Komm, einen Abgang hier. Was haben wir hier? Münzen? Ah! Ey, das war jetzt Pixelbrei, ja. Pixelbrei war es. Das wird eine Herausforderung werden. Gut, ich würde sagen... Ich sag's, dass ich nicht viel sage. Ich war gerade konzentriert. Dass wir uns erstmal darauf konzentrieren, Münzen einzusammeln, soweit es geht. Ja, eigentlich genau das gleiche wie gerade auch. Wir sammeln einfach fleißig Münzen ein. Ich denke mal, das wird hundertprozentig die Herausforderung sein. So, die da unten zum Beispiel, die einen Juwel da hätten, konnten wir uns den Weg gerade sparen. Ich fehlen gerade echt die Worte, weil ich habe dieses Level vollkommen verdrängt. Ja, aber trifft es ja auf den Punkt, ne? Untergang der Eisenfestung, ja klar. Ja, komm, egal. Komm runter. Oh Gott. Nimm, nimm, nimm. Sehr schön, jetzt hier hoch. Okay, wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Das ist die Frage, die Fragen. Fragen aller Fragen. Okay, die nehmen wir mit und jetzt schnell wieder hoch. Was ist denn mit dem Spinner da? Wo müssen wir lang? Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Achso, hier. Okay, hier. Gut, 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 gut. Ja, wir könnten auch die ganzen Rüben natürlich nutzen. Ja, den brauchen wir, den brauchen wir. Sehr gut. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Was haben wir da? Ja, egal. Macht nichts. Komm mit hier. Ja, egal, da oben. Ja, das war jetzt dumm, dass ich da nicht hoch bin. Was haben wir hier? Und den dritten. Ja, dann war der... Nein, nimm den weg. Dann war da vorne wahrscheinlich gerade der zweite drin bei diesem Blümchen. Aber vielleicht haben wir schon alle Münzen. Das wäre ein Traum. Sind hier noch vielleicht versteckte Münzen? Nee. Aber hier. Komm, 200. 200 kriegen wir hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Boah, wenn jetzt 200 Münzen gleich gefragt werden, ey, dann das wäre echt ein Trauerspiel. Aber ich kann mir vorstellen, wo der zweite Juwel ist. Oder das zweite Steinchen oder Diamantending. Oh. Den dürfen wir nicht behalten. Und tschüss. Das war's dann. Warum tut das Spiel das mir das an? Warum? Gut, einmal nehme ich euch aber noch mit, wenn ich es dann nicht schaffen sollte, bevor ich nicht ausgehe. Dann gibt es aber einen Schnitt danach. Aber jetzt probieren wir es erst nochmal zusammen. 2 Münzen hätten mir gefehlt. Das kann jetzt nicht wahr sein. 2 verdammte Münzen. Hier waren ja aber nichts drin, ne? Okay, hier haben wir aber jetzt eine. Es gibt ja auch mal Münzen. Steht da? Cool. Es hält aber halt immer minimal auf. Und das ist suboptimal. Wir können uns jetzt keine Fehler nämlich erlauben. Wow, da wäre ich doch fast runtergefallen. Okay, jetzt hier hoch, 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 hoch. Okay, wo geht's weiter? Da. Hier, hier, hier. Sehr schön. Jetzt hier einfach runterfallen lassen. Komm. Sehr geil. Die da oben kriegen wir auch mit. Ja, jetzt Kamera drehen und wieder rennen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, mach einen Abgang hier. Komm, lass mich in Ruhe. Ja, egal, egal. Wir können uns nicht an diesen Dingern aufhalten. Das ist immer eine wertvolle Sekunde, die dadurch verloren geht. Hier nehmen wir alle mit. Die auch. Boah, das war Pixelarbeit. Okay, sehr gut. Gut, bis hierhin ist okay. Wir kommen auch locker noch hoch. Das ist gar keine 138 haben wir. Sehr geil. Okay, ich sehe gerade gar nichts.
Okay, die haben wir. Gib her, danke. Hier war da irgendwo ein Pilz, oder nicht? Hier, ne? Gib, 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 gib. Danke. Todd hält man erstmal ganz seelenruhig die Taschenlampe aus. Sehr gut. Gut, so haben wir das. Jetzt gehen wir hier aber hoch. Hier hoch. Hier ist gar nicht das zweite Steinchen. Ach du, holy... What the hell? Wow, gut. Dann gibt es hier einen kleinen Schnitt, meine Freunde. Bis gleich. So, die 200 Münzen habe ich. Aber ich weiß immer noch nicht, wo das zweite Diamantchen ist. Da habe ich echt keine Ahnung. Wo kann der sein? Wo kann der sein? Ja gut, das haben wir gerade schon gesehen. Das skippe ich mal eben. Ich mache mich mal weiter auf der Suche und hoffen wir mal, dass wir den finden. Nee, nee, erstmal hier. So, ich guck mal. Bis gleich. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Man muss sich hier irgendwie fallen lassen. Oder man hätte sich auch da fallen lassen können. Und dann ist er hier versteckt. Ich weiß gar nicht. Ist mir gerade nicht aufgefallen. Ihr habt ihn bestimmt gesehen, oder? Gut, dann beende ich schnell den Level. Oh, aber wir haben ja Zeit ohne Ende. Ich bin jetzt hier einfach nur durchgerast. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann wisst ihr was? Ich bin ja schon am Ziel. Ich nehme euch mal mit. Cool, oder? Ja, was auch immer. So. Yeah, sie freut sich, ich freue mich. Und wir haben endlich mal wieder... Wow, Wahnsinn. Gut, das haben wir gesehen. Können wir wieder skippen. Und was haben wir jetzt hier? Der Untergang der Eisenfestung. Der kostbarste Schatz von allen. Vingos großes Finale erwartet uns jetzt. Wollen wir es machen? Erstmal machen wir den Mumienschatz. Münzrekord 499. Da wollen wir noch ein bisschen was rausholen. Komm. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ja, ja. Die laufen ja immer genauso, wie wir auch laufen. Können wir uns ein bisschen ein paar One-Ups wieder erfahren. Da haben wir ja einige gelassen. Ihr habt es ja gesehen. Hallo? Lass mich mal in Ruhe. Was rennst du denn so zügig? Zack. Ja, ist... Achso, oh, ich dachte, er trifft mich. Ja, 499. Vielleicht schaffen wir endlich mal einen Münzenrekord aufzustellen. 9. Aber One-Ups sind mir eigentlich fast noch lieber. Zumindest in Anbetracht dessen, was uns noch erwarten wird. Wobei ich glaube, da kann man gar nicht Game Over gehen. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Den nehmen wir noch mit und dann wieder zurück. Sehr schön. Ah, die Münzen da unten hätten wir auch noch mitnehmen können. Oh, her damit. Ja, sehr schön. Schön, 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 schön. 400. Ja, komm, das wird doch mal was, oder? 484. Und ein One-Up noch. Gut, 14 Sekunden auf dem Schirm. Das ist egal, das ist egal. Das hier will ich haben, sehr gut. Und Rekord haben wir schon mal weg, sehr gut. Sehr geil, ja. Was ist das hier? Noch ein minimaler Münzhaufen und dann 572 Münzen. Schön. Schönes Ding. Sehr geil, gut. Und dann machen wir jetzt aber weiter mit Vingos großes Finale. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Tja, Vingo, dich kennen wir doch schon. Hä? Das war immer noch nicht genug von uns, hm? Ja, das schaffen wir aber. Jetzt macht er wieder seine typische Flügelattacke. Was ist da? Da ist gar nichts, oder? Aber der hier haut uns jetzt hier weg. Ja, war klar. Ah, ich weiß ja nicht. Bestimmt müssen wir Münzen ansammeln. Und ich habe gerade welche gefunden. Oh nein, das war nicht so clever. Toad, renn gegen an. Renn gegen an. Ah ja, Gott sei Dank. Ja, ich wette mit euch, dass wir hier wieder Münzen sammeln müssen. Zumindest kann ich mir fast nichts anderes vorstellen. What the hell? Also, sobald man nicht gegen ansteuert, ist Toad leichte Kost. Aber ich sammle mal hier einfach die Münzen. Aha. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es richtig war, dass ich die eingesammelt habe. Wir sind zwar jetzt hier erstmal gefangen. Aber das macht ja nichts. So. Und jetzt darfst du gerne von der anderen Seite kommen. Komm, sei mal so lieb. Komm. Gib doch nachher lecker, lecker. Das Essen isst du denn wohl so? Tordet hoffe ich nicht. Die schmeckt nicht. Die
bekommt ihr nicht so gut. Du kleiner Arsch. Nein, 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 nicht die Stacheln, nicht die Stacheln. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir warten mal hier eben. Taktisches Warten nennt man das. Nicht campen, nein. Campen ist was anderes. Holy. Mach halblang, Bruder. Danke. Jetzt hatte ich echt ein bisschen Bange. Ich habe aber noch nichts verpasst, oder? Ja, was ist denn jetzt mit dir? Okay, Moment, Moment. Da müssen wir runter. Hier müssen wir runter, hier müssen wir runter. Sehr gut. Hier passiert uns halt gar nichts, oder? Nee, hier passiert uns nichts. Ah, ich kann auch hier aber nicht zurück. Okay, das heißt, du musst wieder von der anderen Seite kommen. Hier passiert gar nichts. Okay, gut. Das bedeutet jetzt, können wir die Gelegenheit nutzen? Genau. Nein, warten. Warten, warten, warten. Und jetzt gleich blitzschnell zu den Münzen da hin. Ja. Boah, mein Gott, ich dachte, ich wäre down. Oh mein Gott, das wollte ich jetzt gar nicht. Das war so gar nicht mit einberechnet. Schade, Marmelade. Ey, jetzt muss ich ja wieder nach ganz oben. Aber wir sind noch nicht down gegangen. Wir sind noch nicht down gegangen. Ich meine, gut, passiert jetzt gleich, aber ich dachte gerade echt, ich wäre voll in die Stacheln da rein. Wieso hat er mir gerade unten rechts das Menü angezeigt? Was war das denn? Willst du mich veralbern? Nein. Das Gute ist, wenn Wingo ja so am Flattern ist, kommen auch diese, keine Ahnung, groß gewachsenen Rüben nicht raus. Ich weiß nicht, was das für Gegner sind. Sorry dafür. Wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Oder zu googeln. Nein, googeln ist erlaubt. Komm. Oh Gott, danke. Okay, wenn ich... Okay, hier passiert mir jetzt gar nichts, oder? Nee, gut. Nein, wir machen mal hier auch eine taktische Pause. Bevor ich dann wieder runterfall. Aber wir haben nichts verpasst bisher, ne? Nee, haben wir, glaube ich, nicht. Hier warten wir mal. Komm, wieder zu Ende. Gut, gut, gut. Und jetzt schnell taut. Beeil dich. Beeil dich. Okay, wer jetzt denkt, das wäre alles gewesen, der hat sich geschnitten. Das wäre erst Halbzeit. Und jetzt kommt erst richtig die knackige Herausforderung. Aber wisst ihr was, meine Freunde? Hier. Oh, guck mal, Tod. Tod freut sich voll. Wie knuffig. Hier machen wir einen Schnitt und dann geht es im nächsten Part weiter. Das große Finale steht dann vor der Tür. Mein Name ist Sedenkario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde sagen, denkt an den blauen Daumen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Taut gibt uns Unterstützung. Macht's gut. Ciao.